So, willkommen zurück zu Tomb Raider 45. Folgendes ist passiert, ich habe mir polnische Süßigkeiten geschnappt, weil es am nächsten an russische Süßigkeiten rankommt. Und damit wir hier ein cooleres Spielerlebnis haben. Oh, hier sind echt noch mehr Herausforderungsgräber, als ich dachte. Vielleicht werden wir erstmal diese ganzen Dokumente da vorne sichten. Boah, jetzt wollte ich gerade mit meinem Besen hier losfliegen. Ja, ich bin sowas von hoffnungslos Harry Potter süchtig. Ach, stimmt auch nicht. Ich habe auch den Spaß daran verloren. Haben die Hühnchen da gerade gebackt? Ja. Ich weiß halt nicht, wo dieser Kack-Hühnerstall ist. Deswegen kann ich euch da nicht hinbringen. Sorry. Warte, hier ist schon wieder ein optionales Herausforderungsgrab. Willst du mich verarschen? Hey, selbst da oben sind Hühnchen. Oh, perfekt. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal fliegen meist am Tag und nisten in der Dunkelheit. Weiter entfernt gibt es auch Möwen und andere Arten. Diese Vögel wären für die heutige Lektion ausreichend, wenn auch die faule Lösung. Die Ehrgeizigen unter euch sollten sich zwischen Morgen- und Abenddämmerung in die hohen Lagen begeben. Ein Bussard würde mich schwer beeindrucken. Und bevor ihr fragt, die Hühner in unseren Dörfern kamen mit unseren Vorfahren her. Mit einem zahmen Vogel vom Hof eurer Mutter erfüllt ihr die Aufgabe also nicht. Ah ja, soll ich das jetzt machen? Habe ich jetzt eine Herausforderung? Wer hat hier oben gepennt eigentlich? Ah, okay, interessant. Ich mach das bestimmt nicht. Ich gehe jetzt einfach erstmal hier lang. Ja, keine Ahnung, wie ich hier zu einem Herausforderungsgrab kommen soll. Gefühlt ist er ja überall ein Eingang von sowas. Wofür bin ich nochmal hier hochgegangen? Für nichts. Um beim Runterfallen zu sterben. Wahrscheinlich muss man deinen Hasen hier irgendwie befreien, oder? Ja, sage ich doch. Ist auch irgendeine Herausforderung, die ich noch meistern werde. Jetzt versuche ich erstmal wieder hier hochzuklettern, bevor ich rübergehe zum Herausforderungsgrab. Ist hier erstmal ein Dokument, hier sind auch einige. Oder in dem Kackbrunnen ist ein. Oh, wie kann man denn nach unten tauchen, bitteschön? Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Ihr seht, ich bin heute im Gib-auf-Modus. Gehen wir halt hier in die Hütte. Und holen uns da das Dokument raus. Trinity hat schon zweimal große Männer zum Pfad des Propheten entsandt. Was ist das für ein Dokument? Beide sind verschwunden. Er trug die göttliche Quelle hinaus aus dem Reich, aber sie gehörte nicht ihm. Diese Blasphemie besudelt alles, solange seine Nachkommen leben. Also muss Trinity es noch einmal versuchen. Ich tat gottlose Dinge. Versündigte mich an Unschuldigen, nur um hierher zu kommen und die göttliche Quelle zu bergen. Ich weiß, Gott vergibt mir. Denn mein Tun dient einem höheren Zweck. Jetzt ist das Ende in Sicht. Ich muss nur diesen letzten Kampf überleben
Und Trinitys Arbeit ist getan. Ja, perfekt. Ja, komm, spring doch einfach runter. Oh, hallo. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Okay. Haben Sie die Totems bei einigen der Höhlen gesehen? Seien Sie an solchen Orten vorsichtig. Ja, man kann sich da hinsetzen. So abgelegen und doch so schön. Ja, tschüss, langweilig, geh da weg. Hängen lassen. Vielleicht sollte ich da zu diesem einen Relikt irgendwie gehen. Ey, was mache ich? Ich will rennen. Ey, Hühnchen. Wo muss ich euch hinbringen? Hallo. Viele von uns haben... Sowjets in den Minen gearbeitet. Ja, alles klar. Boah, hier habe ich echt verdammt viel nicht eingesammelt. Ja, warum sterbe ich immer jedes Mal? Ich muss einfach weiter weggehen. Wow, kann ich hier direkt, was ich verbraucht habe, wieder mitnehmen? Gut, hier ist noch Geld. Ist hier noch irgendwas? Pilze, nochmal Geld. Ja, tschüss. Egal, haben wir das auch gefunden? Das kann ja an sich nicht schaden. Ja, perfekt. Eine prähistorische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. Mhm. So, hier würde ich gerne jetzt hin. Also jetzt irgendwie mit der Seilrutsche da zu dem Dokument. Wenn das irgendwie möglich ist. Ist egal, aber hier ist nochmal so ein Ding. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Ja, perfekt. Da können wir dann später hingehen. Jetzt möchte ich erstmal das hier einsammeln. Ihr macht große Fortschritte, Kinder. Ich glaube fest, einige von euch werden eines Tages passable Jäger. Aber jetzt beginnen wir damit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Solange es hell ist, jagen wir heute Hirsche. Ihr Fleisch, das Fell, Geweihe und sogar die Knochen erhalten uns alle am Leben. Respektiert das Wild, denn es ist Gott ebenso nah wie wir. Findet Wild an ihren Ruheorten, wo das Gras plattgedrückt ist, oder bei Beerenbüschen, wo sie fressen. Tötet schnell, damit es keine Angst oder Schmerzen spürt. Denkt daran, ich bewerte euch. Und wer mir einen Hirsch bringt, wird am besten bewertet. Ich habe das Ganze mal abgekürzt.
Ja. Und yeah, Münzversteck. Obwohl ich glaube ich auch mal hier reingehen sollte, ob hier irgendwas liegt, was man noch nicht sieht. So. Dieses Dokument. Weiß ich noch nicht, wie ich dahin soll. Ist da was? Ich mache jetzt dieses Herausforderungs. Nein! Ich wollte eigentlich jetzt dieses Herausforderungsgrab machen. Nein, Kuh. Okay, ich muss da irgendwie hoch. Ja, das scheiß exotische Tier kann mich mal. Nein. Nun verbinde das doch damit. Egal, so geht das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, damals hatte ich schon Probleme rüberzukommen. Vor allem da ist auch noch ein Forscherrucksack. Ich versuche erstmal so auf die andere Seite irgendwie zu kommen. Kann doch nicht sein, dass das nicht geht. So, ich probiere jetzt hier lang. Hier lang. Hier lang. Genau, jetzt kannst du das machen, perfekt. Naja. Ich hätte das jetzt gern eingesammelt, aber wenn das jetzt nicht geht, dann ist es halt so. Okay, eigentlich, hätte ich gerne eine andere Waffe benutzt. Ja, ist das hier erstmal einsammeln und dann kann man da hoffentlich in das Herausforderungsgrab rein. Ja, perfekt. Dann machen wir das doch jetzt. Mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Oder ob man hier einfach hoch muss. Ja, das ist 100 pro ein Herausforderungsgrab. Optionales Herausforderungsgrab, unbekanntes Gebiet. Okay. Gehen wir doch einfach mal da rein. Oh mein Gott, Geld. Hier geht's weiter. Es sind immer so enge Dinger. Da unten muss irgendetwas sein.
macht sie sich eigentlich auch immer Gedanken, wie man zurückkommt? Ich meine, das Spiel macht ja schon, dass man... Erstaunlich. Irgendwie immer... Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. ...einen Weg zurückfindet, aber trotzdem. Was haben die hier gemacht? Keine Ahnung. Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform. Irgendwie ein bisschen fett für eine Gürtelschnalle, so länglich. Naja, egal, perfekt. Wir haben ein Lagerfeuer gefunden. Wir haben noch ein Dokument gefunden, was sie jetzt mal hoffentlich einsammelt. Danke. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die nächste eilen, zu ihr. Okay, der hat sich wahrscheinlich... Haus der Kranken, ist das okay? Schreib das eben auf. In meiner krackeligen Schrift. Okay, wir gehen erstmal weiter. Sammeln vielleicht einfach erstmal Sachen ein. Und gucken dann, was wir machen müssen. Eine unglaublich detailreiche goldene Halskette. Sehr fett. Von wem sie auch stammt. Sie steht dem Schmuck des Reichs in nichts nach. Okay. Ich habe das hier jetzt verbunden. Also kann ich hier jetzt erstmal wieder raus. Ein Sachen zu verbinden, die aussehen, als müssten sie verbunden sein, ist ja nicht doof. So, ich ziehe den einfach mal so, wie man ihn ziehen kann. Ich glaube, ich muss ihn noch ein bisschen mehr rausziehen. Ja, oder auch nicht. Ja, sorry Leute, ich bin da gerade ein bisschen... überlegen. Ah, guck mal, hier kann man hochgehen. Das war mir nicht klar. Man muss da wahrscheinlich... irgendwas machen, damit Wasser in dem Eimer geht, damit das Ding hochgeht. Ja, kriege ich schon noch raus. Kriege ich noch raus. Ja, vielleicht muss man da auch hochklettern. Ich meine, warum ist das noch miteinander verbunden?
meine, wie kommt man da hoch? Ich bin leicht überfordert. Mit was kann ich dieses Ding verknoten? Da oben ist ein Hebel. Vielleicht lässt er sich mit dem Seilpfeil betätigen. Der hier, okay. Faszinierend. Das ist perfekt erhalten. Okay. Da muss man sich, glaube ich, einfach beeilen. Okay, ich muss mich super beeilen. Oh, das hat zu lang gedauert. Vielleicht, wenn das unten ist, bleibe ich erstmal hier und verknote das Ding mit dem Wagen. Ja, perfekt. Jetzt muss ich nur noch darauf. Ah, dann macht das auch Sinn, warum hier diese Dinger sind. Und warum man sich da festhalten kann. Ja, okay. Dann kann ich jetzt einfach chillig darüber laufen. So, jetzt hier lang. Hier lang. Hier lang, hier hoch. Ja, komm hoch. Ja, ich bin schon da. Irgendwie hier sind das immer nur so einzelne Mini-Rätsel und dann ist das schon. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben, nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Okay, hoffen wir das mal. Mal gucken. Oha, hier ist ja noch mehr. Bevor ich jetzt hier weggehe, das ist ja richtig wichtig hier. So, wo sind jetzt alles neue Dokumente? Ja, wow, da gibt es echt vier Gräber und ich habe erstmal jetzt damit das zweite. Machen wir das zweite mal fertig. Aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Okay. Naja, so wichtig scheint das hier jetzt nicht gewesen zu sein. Egal. Ja, wir gehen jetzt einfach ganz normal hier raus. Ist eh nichts mehr. Kein Dokument mehr oder so. Ah, hier ist ein Lagerfeuer. Das heißt, wir können auch einfach wegreisen.
Machen wir noch ein paar Waffen-Upgrades. Leider nicht für meinen Bogen, leider nicht für meine Waffe. Dann warten wir mal noch. Oh nein, ich wollte doch schnell reisen. Ja, keine Ahnung. Wir machen mal einen anderen Bereich. Ja, versuchen wir mal dahin zu reisen. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da können wir jetzt auch Sachen einsammeln. Sonst reise ich halt direkt wieder woanders hin, ist mir auch egal. Also das Laden dauert ja immer länger im Moment. Ja, ist gar nicht schlecht. Och Mann, ein Dokument am Arsch der Welt, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, ich habe ein neues Herausforderungsgrab. So ein Ding, wo man reinspringen kann, oder? Ohne zu sterben, ja. Wir versuchen jetzt hier hinzurennen. Nein, ich will hier raus. Warum komme ich nicht hier raus? Ey, du bist noch im Wasser. Richte jetzt nicht deine Frisur, bist du dumm? Ja, sie ist, glaube ich, manchmal einfach dumm. Muss man leider manchmal sagen. Ja, wie man jetzt hier hinkommt. Mir auch noch nicht klar. Außer vielleicht so mit meinen schönen Kletterpfeilen. Und yeah. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Ja. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Herausforderungsgrab. Obwohl ich noch nicht genau weiß, wie. Ja, so hier lang. Ja, ich glaube, hier ist das. Wir speichern und machen das beim nächsten Mal. Boah, komm, jetzt müssen wir doch bestimmt 78% geschafft haben. Ah, sogar 79. Bis dann, ciao.